So Leute, willkommen zum großen Finale von Ferrada Antica AG, sag ich jetzt mal. Ich weiß es noch nicht, aber ich sage jetzt mal, dass das das große Finale wird, weil ich wüsste nicht, was sonst noch passieren sollte. Ja, und jetzt, wir müssen ja jetzt, wir haben nur noch die eine Wahl und dann die eine Chance und dann, ne? Ihr wisst schon, aber dann machen sie ja zu hier. Ich habe gesagt, wir will nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht lässt uns ja wieder in den Ding rein. Wieso wussten Sie nichts von dem Fluchtweg in der Fabrik? Kennen wir schon. Führen Sie auch echte Luxusartikel für Hunde? Kennen wir auch schon. Warte, okay, das bringt nichts. Das ist Willi. Und Willi kann nicht mehr nach hinten gehen, oder? Jetzt müssen wir nämlich gucken. Ich lasse hier nicht jeden durch. Okay, Tim kommt nach hinten. Also, pass mal auf. Vielleicht finden wir noch was. Ich habe beim letzten Mal nämlich nicht richtig geguckt. Welcher Hund würde am besten zu mir passen? Wo ist denn Ihre Angestellte? Ich habe nämlich beim letzten Mal nicht geguckt, ob ich noch irgendwas... Ich habe nur so drüber geschaut. Aber vielleicht ist ja noch irgendwas, weil sie müssen ja jetzt wieder den Eingang nehmen. Vielleicht ist sie offen. Vielleicht ist es ja nur davor geschoben oder sowas. Nee. Oh! Das ist Koras Mantel. War der beim letzten Mal schon da? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur geguckt, ob... Mann. Das ist Koras Mantel. Der verschwundene Mantel, möchte ich wetten. Aber wieso liegt der hier? Mal sehen. Other Image, Ihr Ausstatter fürs andere Ich. Eine Perücke Marke Blondie, 128,23 Euro. Ein Mantel Après-Ski Blau, 92,33 Euro. Ein paar Damenstiefel Winternachtstraum, 71,80 Euro. Eine Sonnenbrille Typ Luna Lady, 35,40 Euro. Tja, Cora, der Spaß hat dich einiges gekostet. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ganz schön happig, ey. Das ist ja, was verdient ihr denn da mit den Hundekämpfen? Krass, ey, das ist so krank, Leute, das ist so krank. Okay, und jetzt haben wir, was bringt uns denn das jetzt? Warte, wir müssen mit ihm darüber reden vielleicht. Vielleicht macht er uns den Gang auf. Shit, das geht nicht. Wo ist denn Ihre Angestellte? Welcher Hund würde am besten zu mir passen? Wieso geht das nicht? Er muss doch einfach nur die Schrauben da aufmachen. Okay, warte mal. Wir können ja sagen, dass wir den Mantel haben. Hey, wir haben den Mantel gefunden. Kann es sein, dass Cora auf die schiefe Bahn geraten ist? Ja, meine Freundin Gabi. Sind Ihre Hunde von Geburt an Kampfhunde? Ja, okay, ciao. Nee, warte mal. Hier, den Zettel. Kacke, wieso geht denn das nicht? Okay, warte mal, wir kommen da nicht mehr mit rein. Wir haben jetzt den Zettel. Was machen wir mit dem Zettel? Können wir jetzt da irgendwie... Nee, er kann es ja auch nicht aufbrechen. Das heißt, also wir müssen ja schon irgendwie das aufmachen. Was bringt uns der Zettel? Der Zettel ist ein Beweis dafür, dass... Cora... Ich weiß, da steht ja nicht mehr ein Name drauf, ne? Kriegen wir vielleicht den Shop irgendwie, damit wir das als Beweis vorlegen können. Ich meine, was bringt der uns denn? Das ist ja nur, dass das jetzt zusammen gekauft wurde. Ja, es wurde gekauft. Das ist das Tarnmaterial, aber... Kennen eigentlich viele Leute den Fluchtweg in der alten Fabrik? Haben Sie von dem Wirbel um Gabi gehört? Ja, er hätte sich zumindest mal bedanken können, oder? Für die Pflege, die ihm zugekommen ist. Gabi. Der Untermieter der Bleibtreus steckt mit drin. Aha. Dann ist es also ein Trio. Der Weihnachtsmann, Domian Selch, ja, und... Cora. Tja, Cora. Cora Klinke. Die linke Bazille. Ja, definitiv. Warte, mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Wir können doch bestimmt bei Karl... Der Untermieter der Bleibtreus, Domian, kennt unseren Weihnachtsmann wackerlos. Ja. Der wiederum hat Frau Bleibtreu angefahren. Ja. Aber wie passt Cora ins Bild? Das ist die... Das werden wir sehen. Das ist die Freundin von dem Selch, nicht von dem Weihnachtsmann. Der Selch ist Coras Freund. Okay, können wir hier noch was machen? Nee, das ist schon hier erledigt, okay. Wir schicken noch mal die anderen beiden zu Karl. Nee. Schicken nur Glückchen zu Karl. Karl ist ja eh bei Karl. So. Domian, der Untermieter der Bleibtreus, und dieser falsche Weihnachtsmann Wackerlos kennen sich. Ja, ja, ja.
Wackerlos hat den Wagen gesteuert, der Frau Bleibtreu angefahren hat. Aber welche Rolle spielt Cora? Das klären wir. Ja, gute Frage. Ich weiß auch nicht, Mann. Verstehen Sie sich gut mit Ihrer Tochter? Das kennen wir alles schon. Wer hat denn den blauen Mantel mitgenommen? Kennen wir alles schon. Weil vielleicht war sie noch mal hier. Was gibt's denn da zu gucken? Nee. Das ist auch alles hier, kann ich auch alles nicht. Ich hätte jetzt zu gern mir die Videos mal mitgenommen, aber das geht ja alles nicht hier. Das ist echt komisch, ne? Aber vielleicht kann das auch nur Karl, weil er einen Videorekorder hat. Warte mal, haben wir das jemals probiert mit Karl? Das ist privat. Jetzt, wenn das jetzt geht, ne? Raste ich aus. Nee. So. Okay. Gut. Also, fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt. Ah, wir können ja nochmal mit Gabi reden, genau. Fällt dir nicht bald die Decke auf den Kopf? Das kannst du laut sagen. Obwohl, Papi hat mir erlaubt, Videos zu gucken. Aber ich hab schon alle durch. Krass, das hat wirklich was mit den Videos zu tun. Krass. Also das ist natürlich eine krasse Anspielung auf die Videos im Tierheim. Dann können wir ihr ja die Videos bringen. Wie könnte man noch in die Fabrik gelangen? Über den Zaun? Nein. Oder drunter durch? Nein. Okay, es sind die Videos. Es sind wirklich die Videos im Tierheim, Leute. Wieso? Nein, scheiße. Ich war mir so sicher, dass man jetzt irgendwie die mitnehmen kann, weil sie ja schon getriggert wurden hier von jeder. Die liegen da auch viel. Krass. Entschuldigen Sie, Frau Klinke, sind das Tiervideos? Ja, ein ganzer Stapel. Die Videos hat Cora für mich bespielt. Ah. Ich leihe sie dir gern, wenn du versprichst, die Sache mit Commander für dich zu behalten. Ja. Und die darf ich jetzt Gabi angucken. Aber Gabi hat doch gar keinen Videorekorder, sondern nur Karl. Krass. Boah, da bin ich gespannt. Das sind bestimmt Aufzeichnungen. Das sind Aufzeichnungen der... Halt mal die Schnauze, Karl. Das sind Aufzeichnungen der Hundekämpfe. Ich bin mir da so sicher. Karl, halt jetzt mal den Rand. Alter, du musst mich komplett... Hey, oh Gott, als er hatte ja kein Inventar hier bei sich selber zu Hause. Wir brauchen offenbar jemanden anders. Domian Selch und Wackerlos sind die Drahtzieher. Sie wollen natürlich verhindern, dass Frau Bleibtreu und wir ihnen auf die Schliche kommen. Und Cora soll ihnen dabei helfen, uns auszuschalten. Yep. Ob sich die drei wohl bald wieder treffen? Außerdem haben wir noch ein ganz anderes Problem. Gabi langweilt sich so. Wie können wir ihr nur helfen? Achso, die müssen wir bei Gabi angucken? Die müssen wir bei Gabi angucken, die Videos. Ja, okay, cool. Wir machen den Videoabend bei Gabi. Ich wusste nicht, dass sie einen Videorekorder hat, aber so ein... Hier. Der Untermieter der Bleibtreus steckt mit drin. Hä? Dann ist es also ein Trio. Der Weihnachtsmann, Domian Selch und... Tja, Cora? Ach so, Karl hat die Videos. Karl. Wir brauchen Karl dafür. Karl hat die Videos. So. Ja. Verstehe ich nicht, aber okay. Oh, Tiervideos. Danke, Karl. Das weißt du doch gar nicht. Ja, können wir ihn mal angucken? Fällt dir nicht bald die Decke auf den Kopf? Hä? Das kannst du laut sagen. Obwohl, Papi hat mir erlaubt, Videos zu gucken. Aber ich hab schon alle durch. Warte mal, Was ist denn, wenn wir nicht mit Tim hier hingehen? Wie können wir von TKKG unseren guten Ruf wiederherstellen? Ja, kann ich schon. Ich denke, die Salbe ist ein voller Erfolg. Ah. Es freut mich, wenn ich TKKG helfen kann. Weil wir haben sie mit... Ja, das ist das erste Mal... Oder ist es das erste Mal in einem TKKG-Spiel, dass wir nur mit bestimmten Personen bestimmte Sachen holen und machen können und sehen können? Sonst haben die sich ja die Infos immer geteilt. Aber diesmal wohl nicht. Weil er hat ja vorhin... Also das ist schon eine Logik, ne? Karl hat die Videos geholt. Karl hat auch die Salbe geholt. Deswegen kann er nur wieder damit darüber reden. Das ist für mich jetzt ein bisschen neu, aber...
Okay. Gut. Hier gibt's nichts Neues? Nee. Bei dieser Taschenlampe lässt sich ein Blaufilter verwenden, ja, genau. Falls Blaufilter. Einem das helle Licht zu bla, grell bla, bla. Oder zu auffällig ist. Ja. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir uns hier bedankt bei der Salbe, für die Salbe. Ansonsten, was ist denn das mit? Hat sie schon die Videos geguckt? Ah ja, hat sie schon, hä? Huh? Ich habe schon mal in die Videos reingeguckt. Tolle Aufnahmen. In einem Film geht's auch um Hunde. Okay. Auf einer Kassette rauscht es allerdings nur. Sie hat kein Etikett. Vielleicht liegt es aber auch an unserem Videogerät. Kämpfen die? Versuch's mal bei dir. Geil. Okay. Ist bestimmt eine illegale Raubkopie irgendwie. So, schauen wir mal, was da drauf ist auf diesem geheimnisvollen. Das Band ist leer oder gelöscht worden. Aha. Das ist der Selch. Und Cora, wir hatten das gefilmt, bitte. Das gibt's doch nicht. Domian Selch ist der Freund von Cora. Ja, das dachte ich mir. Aber wer hat das gefilmt? Das frage ich mich. Haben sich das selber gefilmt? Dann ist es besser, dass das meiste davon überspielt wurde. Wer weiß, was da noch alles zum Vorschein gekommen wäre. Okay, was machen wir jetzt mit diesem Beweis? Was machen wir mit diesem Beweis? Was bringt uns diese Information? Wir reden das mal mit Gabi, weil Karl hat es gesehen. Papi meint, ich könnte bald wieder unter die Leute. Okay, wenn Papi das sagt, ist alles okay. Gut, er möchte anscheinend diese Information nicht teilen. Sie vielleicht. Ist Commander gefährlich? Wissen Sie, was TKKG herausgefunden hat? Okay, das bringt alles nichts. Was machen wir mit diesem Wissen? Ach so, warte mal. Jemand muss das mit ihm... Domian Selch und Wackerlos sind die Drahtzieher. Sie wollen natürlich verhindern, dass Frau Bleibtreu und wir ihnen auf die Schliche kommen. Ja. Und Cora soll ihnen dabei helfen, uns auszuschalten. Ja. Ob sich die drei wohl bald wieder treffen? Mit Sicherheit. Außerdem haben wir noch ein ganz anderes Problem. Gabi langweilt sich so. Ja, wie gut. Können wir ihr nur helfen? Das haben wir beim letzten Mal schon. Mal sehen. Das kennen wir ja schon. Das muss das durch das Thema. Er kennt das Video. Ich dachte, sie unterhalten sich jetzt drüber oder was. Und dann... Ja, was ist hier los? So viel zu TKKG, was neulich wohl so viel halt wie Traukeln Kindern Grünschnabel. Und nun das Neueste vom Wetter. Brrr, zieht euch warm an, Leute. Nein, reingelegt. Bleibt locker, denn es taut. Sieht verdammt nach Regen aus. Wird wohl doch nichts mit einer weißen Weihnacht. Mehr dazu gibt's in den News. Nun aber erstmal und jetzt erst recht was Weihnachtliches. Ich bin Dingo Maringo und ihr hört... Trish Trash Radio. Ja, so klingt das auch nach Trash. Gott, als ob die im Radio über TKG ablästern. Was zur Hölle passiert hier gerade? Das ist Cora. Oh, okay, was hat sie vor? Ist sie gerade in den Keller gegangen? Okay. Hey, da ist noch ein Dritter? Was machen die da drin? Ach, die haben über dem Ding geparkt. Ach so, und jetzt. Ach so. Boah, was für ein Gestank. Alter, ist nicht wahr. Sie haben da einen Hundezwinger-Dings. Zappentuster. Oh, Taschenlampe. Wieso ist denn hier das Licht aus? Wieso ist denn. Ach so, ist es jetzt abends, oder was? Taschenlampe. Schnell, schnell, schnell. Taschenlampe. Schnell. Ich brauch die. Diese Lampe ist sehr hell ja. Und leuchtet weiß. Her damit. Gib sie mir. Kann ich sie kaufen? Krieg ich sie? Kennen eigentlich viele Leute den Haben Sie von dem Wirbel um Gabi gehört? Ich brauche diese Taschenlampe, Mann. Okay, warte mal. Das muss ich gleich mit Karl machen. Karl und die sind ein bisschen dicker hier. Komm, nimm das. Ja. TKKG braucht Ihre Hilfe, Frau Bellheim. Bitte leihen Sie uns diese Taschenlampe. Ja. Seid ihr auf einer so heißen Spur? Wir sind immer Gut. Auf einer heißen Spur. Einverstanden. Wenn ihr mit der Lampe Erfolg habt, dann schenke ich sie euch. Was? Oh mein Gott, die ist so arschteuer, hat sie gesagt. Okay, krass. Okay, wir müssen da mit Tim rein. Wir können nicht Karl mit der Lampe vorschicken. Ich meine, der stirbt doch, wenn da irgendwas passiert. Ja, wir brauchen jemanden, der auch mal einen Kick austeilen kann. Zappenduster. Alter, nimm halt dann die Lampe raus. Kann ich das wirklich nur mit Karl machen? Okay, ja, Karl hat die Lampe. Ich habe schon verstanden, Spiel.
Das sind New Rules hier. Neue Regeln. So.